Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin die Franzi, bin heute Abend für euch am Start mit einer schönen Full-Body-Workout-Stunde. Ihr braucht heute nichts weiter außer ein bisschen gute Laune, ein bisschen Motivation und einfach nur euren eigenen Körper. Wir machen heute ein reines Bodyweight-Training, das heißt, wir arbeiten ohne großartiges Equipment. Ihr braucht heute wirklich nur euren eigenen Körper. Wenn ihr habt eine Matte, ein Getränk und ein Handtuch, dann starten wir heute mit einer schönen, wie gesagt, Full-Body-Workout-Stunde. Wir starten mit einem kleinen Warm-up, um alles einmal ein bisschen durchzumobilisieren. Und dann haben wir es heute wie folgt. Wir haben verschiedenste Übungen. Wir haben Ausdauerübungen, wir haben Kräftigungsübungen, wir haben immer eine Belastungszeit von 45 Sekunden, 15 Sekunden Pause und das Ganze wiederholen wir heute insgesamt dreimal. Ihr habt natürlich immer die Möglichkeit, euer Tempo und eure Intensität selbst zu bestimmen. Ihr könnt Pausen machen, so wie es für euch am angenehmsten ist. Macht es einfach in eurem eigenen Tempo. Und wenn ihr zwischendurch das Gefühl habt, die ein oder andere Übung sagt euch nicht ganz so zu, dann geht ihr einfach entweder in die moderate Einsteigervariante oder ihr macht gegebenenfalls irgendwie eine Ausweichübung. Gut, hin und wieder schaue ich auch mal in die Kamera, um zu gucken, was ihr mir so zu sagen habt. Aber ansonsten würde ich sagen, legen wir jetzt los. Kleines Aufwärmprogramm. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich mache die Musik ein bisschen lauter und ja, dann würde ich sagen, let's go. Musik startet ein bisschen lauter. So, bisschen mehr Tempo. So, gut. Ihr seid bereit? Das ist gut. Öffnet mal beide Beine, eure Fußspitzen schauen nach außen. Richtet euer Brustbein schön auf und jetzt zieht ihr die Arme im Wechsel lang nach oben. Den Oberkörper leicht verlagern zur Seite. Perfekt. Eure Arme gehen tief. Diagonal zu den Fußspitzen. Macht noch vier Stück mehr. Dreimal. Zweimal noch. Zieht die Arme noch einmal hoch. Eure Knie aktiv beugen und strecken. Die Rippenbögen schön auseinanderziehen. Dreimal noch. Und eure Arme gehen noch einmal tief. Los geht's. Streckt mal den anderen Arm schön lang nach hinten. Die letzten. Vier mehr. Noch drei. Zweimal. Bleibt jetzt mal auf der rechten Seite, setzt eure Hand ab und dreht den anderen Arm auf und ab. Der Blick geht mit nach oben zum Daumen. Die letzten viermal. Dreimal, zweimal und wir wechseln zur anderen Seite. Hand absetzen, auch hier nochmal schön aufdrehen. Die letzten achtmal mehr. Ihr könnt es auch ein bisschen langsamer machen. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Zwei noch. Jetzt setzen wir beide Hände in der Mitte ab. Und von hier aus strecken und beugen wir beide Beine. Schiebt den Po hoch und tief. Richtig schön anheben und senken. Das machen wir noch. Viermal mehr. Dreimal. Zweimal. Und jetzt rollen wir uns gemeinsam nach oben auf. Jawohl. Bleibt einmal hier geöffnet stehen. Bringt die Arme nach oben. Und dreht den Oberkörper. Von links nach rechts. Noch viermal mehr. Dreimal noch. Arme mal schön dynamisch. Und jetzt lasst ihr die Arme mal unten. Und pendelt einmal ganz locker. Lasst mal die Arme richtig entspannt hängen. Sehr gut. Bleibt mal in der Mitte und jetzt kreist einmal den rechten Arm. Schön fließende Bewegung. Große Bewegung. Jetzt in die entgegengesetzte Richtung. Wunderbar. Und das Ganze nochmal mit dem anderen Arm. Erst nach hinten. Ihr könnt es auch langsamer machen. Andere Richtung. Schön
weit nach vorn. Sehr gut. Jetzt mobilisieren wir einmal den gesamten Schultergürtel. Kommt tief, rollt euch auf. Atmet ein, macht euch klein, rollt euch einmal auf. Atmet nach oben ein, macht euch klein, rollt euch auf. Zweimal noch, einatmen und wieder aufatmen. Letztes Mal, tief einatmen, nochmal tief. Okay, von hier aus ziehen wir jetzt mal die Knie seitlich hoch. Dreht mal euren Oberkörper leicht mit ein. Wenn ich euch zu schnell bin, macht ihr es einfach ein bisschen langsamer. Zieht mal richtig schön hoch, hoch. Der Rücken bleibt lang. Wir machen die letzten vier mehr. Dreimal noch. Zweimal noch. Zieht mal jetzt die Ellenbogen diagonal. Tap, tap, tap. Oberkörper eindrehen. Viermal mehr. Dreimal noch. Zweimal noch. Eure Knie gehen einmal zur Mitte und jetzt zieht ihr die Arme von oben runter. Hoch, zieht, zieht. Sehr gut. Viermal noch. Dreimal mehr. Wir starten mit einem Tap zur Seite. Macht mal einen lockeren Tap. Tap. Rechts, links, rechts. Jetzt zieht die Arme mit. Lang nach vorn. Lang nach vorn. Oberkörper leicht nach vorn verlagern. Wenn ihr wollt, baut ihr einen kleinen Jump mit ein. Ihr könnt auch moderat stehen bleiben. Vier mehr. Drei mehr. Gleich gehen eure Arme tief in Richtung Boden. Jetzt. Tap. Tap. Lasst den Rücken schön lang. Eure letzten. Viermal. Drei mehr. Zweimal noch. Und nochmal nach oben aufrichten. Jetzt die Arme lang. Eure letzten viermal. Drei mehr. Zweimal noch. Und wir marschieren locker am Platz. Perfekt. Das war unsere Aufwärmphase. Wir starten mit unserem ersten Block. Wir kombinieren drei Übungen miteinander. Jeweils eine Belastungszeit 45 Sekunden, 15 Pause, alles dreimal. Übung 1, öffnet beide Füße, kommt tief, schaut mir einmal zu, Hände nach euch, dreht mal seitlich. Ihr geht von hier aus, rück, vor, auf, ab, rück, vor, optional, geht ihr nach hinten. Und richtet euch auf. Okay? Das macht ihr in eurem eigenen Tempo. Variante 1 oder Variante 2. Zeit beginnt. Köp, zack. Das könnt ihr auch schneller machen. Ihr müsst euch nicht am Takt der Musik orientieren. Gut. Ganz wichtig, Oberkörper immer wieder schön aufrichten. Zack. Und stützt euch aus dem Schultergürtel raus. Noch 15 Sekunden. Yep. Eure letzten. Vier mehr. Drei mehr. Komm, eins schaffen wir noch. Und stopp. Sehr gut. Übung 2. Split Squat. Schau mir einmal zu. Standbein stabil. Du gehst tief und wieder zurück zur Mitte. Deine Hüfte bleibt nach vorn gerichtet. 45 Sekunden rechts. 45 Sekunden links. Machst du bereit? 3, 2, 1, let's go. Komm tief. Hoch. Dein Rücken bleibt schön lang. Tief gehen. Genau. Und um die Arme lang machen. 30 Sekunden noch. Der
Fuß, der nach außen geht, der drückt uns immer wieder kraftvoll zurück zur Mitte. Machen wir noch 15 Sekunden. Yep. Und die letzten. Vier noch. Drei. Komm, eins schaffen wir noch. Letzter. Und stopp. Runde zwei. Atmen durch. In vier geht's los. Noch zwei. Stabiles Bein. Und wir beginnen jetzt. Lang. Schau mal. Wenn ihr euch sicher fühlt, dann könnt ihr die Arme und das Knie nach oben ziehen und hier so ein bisschen die Balance aufbauen. Wenn es euch zu viel ist, Fuß ransetzen. Macht es so, wie es für euch passt. Aber findet immer wieder die Balance in der Mitte. Noch 15 Sekunden. Das sieht gut aus. Gut. Die letzten vier Zeiten. Euer Tempo. Eins schaffen wir noch. Und stopp. Sehr gut. Weiter geht's. Übung 3. Ein bisschen Ausdauer. Füße öffnen. Arme rollen. Und kleine, schnelle Dribbel. Cut. Ganz kleine, schnelle. Wie als würdet ihr hier so einen Wollknäuel aufrollen. Und lasst die Beine schnell arbeiten. Wenn ihr mehr wollt, geht ihr tief und hoch. Ich mach mal die Musik ein bisschen lauter. Sonst hört ihr mein Trampeln so doll. Komm, weiter. Geht schön tief und hoch. Nach 15 Sekunden. Schnell, kleine Füße. Gleich haben wir. Letzter. Und stopp. Sehr gut. Und schon fange ich an zu schwitzen. Ihr wahrscheinlich auch schon ein bisschen. Das war Runde 1. Weiter geht's in Runde 2. So. Gut, wieder die Clack und die Jumps. Hände unter den Schultern positionieren. Seid beginnt. Let's go. Komm. Optional, wie gesagt, könnt ihr natürlich auch gehen. Auch das ist eine Variante. Ja? 30 Sekunden noch. Macht es so, wie es passt. Die Knie schauen immer schön nach außen. Scheitelpunkt zur Decke. Eure letzten 15 Sekunden. Die letzten 4. Jeder noch eine. Sehr gut. Durchatmen. Puls geht wieder ein bisschen runter. Split Squat. Macht euch bereit. Zeit beginnt jetzt. Entweder ein Tap, optional Knee Lift. Macht es so, wie es passt. Genau. Aber der Rücken und der Oberkörper bleibt immer richtig schön lang. Spannung bringen in den gesamten Oberkörper. Stabilität ins Standbein. Noch 15 Sekunden. Und wie gesagt, wenn es dir zu viel ist, dann geh nicht so weit und setz den Fuß ran. Auch das ist eine Option. Ja? Letzter. Und stopp. Sehr gut. Seitenwechsel. Atme noch zweimal durch. Mach dich stark klar. Let's go. Komm. Wähle wieder deine Intensität. Entweder Niele. Optional geht natürlich auch der Tap. Komm, noch 30 Sekunden.
Wenn du in der Mitte bist, mach immer wieder richtig schön lang. Strecke deine Arme zur Decke. Jawohl. Noch 15 Sekunden. Das sieht gut aus. Nur noch 4. 3. 2. Der letzte kommt einmal noch. Und stopp. Wunderbar. Jetzt werden wir wieder ein bisschen schneller. Kleine, schnelle Dribbeln. Die Arme gehen mit. Du setzt deine Intensität ein, wie du kannst. Let's go. Komm. Lass die Füße richtig schön schnell arbeiten. Komm, zieh die Arme mit. Zack, 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 zack. Richtig schön, kleine, schnelle. Noch 30 Sekunden. Wenn du kannst, dribbel noch ein bisschen mehr. Komm, es muss ein bisschen anstrengend sein. Gib uns noch 15 Sekunden. Weiter, weiter, weiter. Komm, schnell, 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 schnell. Noch 4. 3. 2. Gut gemacht. Das war Runde 2. Wenn du den Schritt nicht willst, mach ihn jetzt. Okay. Gleiche Runde nochmal. Einmal noch die Plank. Einmal noch die Split Squats. Einmal noch drüber. Mach dich bereit. Ich gebe dir noch 15 Sekunden Pause. Wenn du hochmotiviert bist, kannst du natürlich jetzt schon starten. Noch 4. 3. Ihr seid bereit? Okay, let's go. Komm, Spannung. Zack, in den Rücken. Schön lang machen. Und immer aus dem Schultergürtel rausschließen. Sehr gut. Ich gebe euch noch 30 Sekunden. Und denkt daran, ihr habt auch immer die Möglichkeit, in der Einsteiger-Variante zu bleiben. Nur noch 15 Sekunden. Macht es so, wie es passt. Perfekt. Noch 4. 3. Komm, eins schaffen wir noch. Sehr gut. Luft holen. Seid bereit, oder? Für Runde 3. Damit die letzte von unserem ersten Block. Let's go. Split Squat. Hopp. Komm. Immer wieder die Balance finden. Optional den Fuß absetzen. Auch das geht. Tap. Oder kneelen. Macht euch immer wieder schön lang. Sehr gut. Wir haben es gleich. Nur noch 15 Sekunden. Der Rücken bleibt lang. Noch 4. 3. Komm, zieh durch. Durchatmen. Übung zur anderen Seite. Leute, Zeit beginnt. Jetzt. Kraft. Lang. Kraftvoll zurück. Wählt entweder mit einem Tap oder einem Knee-Lift. Und wie gesagt, euer Tempo. 30 Sekunden noch. Lasst das Bein schön lang. Und der andere Fuß drückt euch kraftvoll zurück zur Mitte. Gleich sind wir durch. Noch 15 Sekunden, kommt. Weiter. Zack. Und die letzten 4 Zeiten. 3 noch. Komm, eins schaffen wir noch. Den letzten gemeinsam. Yep. Perfekt. Atmet. Ihr seid bereit, oder? Eine Runde nochmal kleine, schnelle Dribbeln.
Unsere Zeit beginnt. Komm, schneller, schneller. Einmal noch, so schnell ihr könnt. Lasst die Beine arbeiten. Das sieht gut aus. Komm, noch mehr Tempo. Noch 30 Sekunden. Schnelle Arme, schnelle Beine. Da geht noch ein bisschen mehr, oder? Komm, strengt euch an mit mir. Die letzten 15 Sekunden. Eieiei. Noch 4. Noch 3. 2. Sehr gut. Wenn ihr einen Schluck trinken wollt, macht es jetzt. Wischt einmal den Schweiß von der Stirn. Weiter geht's mit unserem nächsten Block. So. Okay. Jetzt machen wir eine schöne Übung im Stand. Und zwar kombinieren wir jetzt nur zwei Übungen miteinander. Eine Übung für die Beine, für den Po, eine Übung für den Rumpf, für den Schultergürtel. Und zwar, für die erste Übung beginnt ihr mit mir in einem weiten Squat. Die Fußspitzen schauen nach außen. So, jetzt Oberkörper aufgerichtet. Geht mal schön tief. Mit schön tief meine ich auch schön tief. Also so weit nach unten, dass ihr merkt, eure Beine arbeiten. Ja? Nicht hier halten, das wäre ja easy. Ich kann natürlich nicht sehen, was ihr jetzt macht, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr das macht, was ich jetzt anweise. Also Leute, Po tief. Seid ihr unten? Ich sehe nicht alle, aber ich hoffe, ihr seid bei mir. So, hier wäre ja langweilig, ne? Wir wollen die Haltung noch ein bisschen trainieren. Dazu machen wir mal Folgendes. Arme öffnen. So, linker Arm, rechter Arm, Brustbein, zack, aufgerichtet. Knie, zack, nach außen. Bauchnabel nach innen. Scheitelpunkt zur Decke. Und jetzt kurze. Oh, Leute. Ihr macht weiter. Ich habe gerade einen kleinen Kampf. Super Trainerin, ne? Ich kriege schon nach 5 Sekunden Krampf hier. Weiter. Komm, zieht mit mir durch. Das sind klitzekleine Bewegungen. Tief, tief. So, Leute, nicht schummeln. Ich weiß, es ist anstrengend, aber eure Po-Muskulatur freut sich genauso wie eure Oberschenkel. Zieht nochmal die letzten 4, 3, 2 und Hände zum Boden. War jetzt nicht so schlimm, oder? Naja, war ja auch erst Runde 1. So, eine schöne Übung. Plank, Shoulder Tap, Rotation. Schaut mir einmal zu. Bei der Plank setzt mal die Hände direkt unter eure Schultern. Füße zurück, Bauch ist fest, richtig fest. Und jetzt guckt mal, nicht das hier machen, ne? Nicht einsenken im Schultergürtel, sondern zack, richtig schön rausstützen. Und jetzt Schulter, Schulter, Rotation. Das ist eure Übung. Ihr dürft schon loslegen, ich erkläre noch kurz was. Wenn ihr hier die Schulter abtippt, nicht das hier machen, nicht die Hüfte wackeln lassen, sondern die Hüfte bleibt stabil in der Mitte. Komm, 30 Sekunden noch. Schulter, Schulter, Rotation. Schulter, Schulter, Rotation. Eure Nasenspitze schaut die ganze Zeit nach unten. Ihr könnt natürlich auch schneller arbeiten. Macht es so, wie es passt. Komm, wir machen alle noch gemeinsam 2 Stück. Und der letzte. Yep. Perfekt. Zieht mal eure Füße. Ihr wandert jetzt von hier aus mal mit den Füßen. Zack, zack. Zu den Fußspitzen. Und dann beugt die Knie und rollt euch einmal auf.
Gut. Runde 2. So, ihr wisst, was kommt. So, Leute, jetzt nicht schummeln, sondern wir machen alle gemeinsam die gleiche Übung. Ausgangsposition ist hier nicht auf der Mitte. Die Ausgangsposition ist hier. Seid ihr unten? Genau, ich kann euch nicht sehen, aber ich denke, ihr seid alle schön tief. Denkt daran, was ich euch gesagt habe. Zuerst einmal beide Arme, Knie nach außen, Bauch nach innen, Brustbein strahlt. Perfekt, Scheitelpunkt zur Decke. Und jetzt kurze Bewegungen. Zieht mit mir kurze kleine, kommt. Beißt die Zähne zusammen, auch wenn es jetzt anfängt, ein bisschen zu zwiebeln. Wir ziehen durch. Lasst aber den Schultergürtel entspannt und lasst die Beine wie von allein arbeiten. Die letzten, kommt. Noch 8. 7, zieht durch. 6. 5 mehr. Kommt, kommt. 4. 3. 2. Stopp. Es ist ja nicht so, dass ich keine Schmerzen hätte, ne? Der Unterschied ist nur, dass ich jetzt keine Pause machen kann im Vergleich zu euch. Von daher, zieht einfach mit mir durch. Ich leide zwischendurch genauso wie ihr. Kommt in die Plank und wir starten jetzt Schultern-Tap. Kommt. Tap, Tap, Schultern. Wenn es euch zu viel ist, schau mal, auf den Füßen, dann geht natürlich auch die Übung am Boden bzw. oder einfach nur in der Plank halten. Ja, das ist auch eine Option. Alternativ, macht weiter. Tap, Tap, Rotation. Schön Blick nach oben. Tap, Tap. Der Bauchnabel bleibt schön nach innen fixiert. Weiter. Wir haben noch 15 Sekunden. Kommt. 8. 7. Noch zweimal. Letztes Mal. Und mit den Füßen zu den Händen wandern. Knie leicht beugen und einmal aufrollen. Perfekt. Habt ihr noch gute Laune? Sehr gut. Ich habe auch noch gute Laune. Deswegen nutzen wir die gute Laune jetzt einfach mal aus. Und starten direkt mit Runde 3. So, Leute, kommt mit mir in Position. Macht euch stark klar. Hände. Tief gehen. Denkt an die Knie, lasst sie schön nach außen schauen. Euer Brustbein strahlt nach vorn. So, das Ganze machen wir jetzt in Dynamik. Zack, zack, zack. Und denkt dann an die Ausgangsposition schön unten zu lassen. Federn, Federn, komm, zieht, zieht, zieht. Ich gebe euch noch 8, noch 7, noch 6, kommt, noch 5. Geht noch ein Stückchen tiefer, wenn ihr könnt. Nur noch ein bisschen. Soll ich noch 4 zählen? Okay, noch 4. Noch 3, 2 und stopp. Eieiei. Guck mal, die haben wir schon geschafft, die Runde. Noch einmal die Schultern und noch einmal die Rotation und dann gehen wir auf den Rücken. Macht euch stark klar. Zeit beginnt. Jetzt. Tap, tap. Denkt nochmal daran, die Hüfte schön stabil zu lassen. Weiter. Ihr müsst nicht so schnell arbeiten. Ihr könnt auch optional nur in der Plank halten. Wichtig ist immer ein schön stabiler Rücken. Ja. Weiter. Gleich geschafft. Noch 4. Noch 3. 2. Ach komm, ich gebe euch noch 4 Zeit, Leute. Zieht durch. 3 noch. Jeder macht es jetzt noch einmal. Und fertig. Sehr gut. Auch den Block haben wir geschafft. Jetzt schnappt ihr euch eure Matte und kommt mit mir
Rückenlage. Ja. Gut, auf den Rücken legen. So, einmal tief geht's. Oh, Rückenlage ist schon mal nicht so übel. Ich weiß. Eieiei. So, pass auf. Vorletzte Übung. Beide Beine anwinkeln. Beide Hände nach vorne schieben. Jetzt stellt ihr euch vor, ist eine ganz, ganz schwere Wand. Und diese Wand, die schieben wir jetzt mit den Füßen wechselweise nach vorn. Dazu kommt ihr jetzt mit dem Oberkörper nach oben. Legt euer Kinn auf der Brust ab. Schultern zack runterschieben. Und jetzt schiebt ihr die Beine im Wechsel. Schiebt das langsam, aber kraftvoll. Wenn ihr wollt, macht ihr das Ganze jetzt schneller. Ganz, ganz wichtig ist die Atmung. Ihr atmet schön aus und dabei fixiert ihr euren Bauchnabel nach innen. Weiter. Schultern schön tief lassen. Ich gebe euch noch 15 Sekunden jetzt. Komm. Zack. Vor. Vor. Nur noch 4 Zeiten. Und 3. 2, 1, kurze Pause, ablegen. Okay, beide Hände hinter dem Kopf, schaut mal, zur Mitte, zur Seite, zur Mitte, setzt mit mir ein, Mitte, Seite, Mitte, Seite, zieht, denkt daran, ihr arbeitet in eurem eigenen Tempo. Ja, ihr macht es so, wie es für euch passt. Die Geschwindigkeit ist nicht relevant. Wichtig ist, dass der Bauch die ganze Zeit auf Spannung bleibt. Zudem hier nicht am Kopf reißen. Versucht wirklich gezielt mit der Bauchmuskulatur zu arbeiten. Weiter. Und jetzt leiten wir vorn, schieben die Arme nochmal nach vorn, Handflächen nach innen. Und jetzt drückt ihr mal mit den Händen gegen eure Außenseite der Oberschenkel. Kommt, drückt mal die Oberschenkel zusammen. Also die Knie wollen nach außen, die Hände wollen nach innen. Und halten, halten, halten. Komm, es herrscht so ein leichter Gegendruck. Die Knie wollen nach außen. Boah. Die Hände wollen nach innen. Haltet, haltet, haltet. Die letzten. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Oh. Für diejenigen, die jetzt alle neu eingeschaltet haben und nicht gesehen haben, was ich angesagt habe, die sah jetzt so easy peasy mäßig aus, ne? Aber bei dieser Übung ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, die ganze Luft, die ihr habt, richtig durch den Mund auszuatmen, dann habt ihr eine deutlich intensivere Anspannung in eurer Bauchmuskulatur. Ja? Stellt euch einfach mal vor, es steht jemand vor euch und boxt euch in euren Bauch. Was macht ihr automatisch? Ausatmen. Somit baut ihr eine deutlich enormere Spannung auf im kompletten Bauch und somit stabilisiert ihr auch automatisch euren Rücken. Deswegen ist die Atmung gerade bei der Bauchmuskulatur recht wichtig. Gut, los geht's. Runde 2, Arme nach vorn. Die Wand ist wieder vor euch, Kinn auf der Brust ablegen. Und ihr schiebt ihn nochmal, zack, in eurem Tempo. Aber nicht das hier machen, nicht Fahrrad fahren, sondern die Wand wegschieben. Schultern bleiben tief. Sehr gut. Komm, und vor. Vor, zack, zack. Schön die Atmung mit. Das sieht gut aus. Ich gebe euch die letzte. Nur noch 15 Sekunden. 7, 6. Nur noch 4 Zeiten. Noch 4. 3. 2. Oh, Pause. Einmal durchatmen.
das mit der Einatmung auch mal ganz kurz ein bisschen den unteren Rücken von der Matte lösen. So, Kombination gerade, schräge Bauchmuskulatur, Hände hinter den Kopf, macht euch startklar, los geht's. Mitte, Seite, Mitte, Seite. Der ganze Oberkörper zieht nach oben. Jetzt und nochmal. 7 mehr. 6. 5 mal weiter. 4. Denkt daran, ihr kommt hoch und atmet aus. Noch 15 Sekunden. Wunderbar. Die letzten 4 Zeiten. 3, 2, so Leute, kommt nochmal nach oben und zurück jetzt. Mit den Händen nochmal. Gegen die Oberschenkel. Zack. Die Fersen bleiben am Boden stehen. Ihr Hände drücken mit voller Kraft. Mit voller Kraft. Eure Knie waren nach außen. Und eure Hände nach innen. Und nicht schummeln jetzt. Ihr müsst euch anstrengen. Zieht euch ein Stückchen höher im Oberkörper und drückt. Noch 4, 3, 2, stopp. Gerne einmal lang machen. So Leute, eine Runde haben wir noch. Runde 3 und damit davon die letzte. Wir starten noch einmal mit Übung 1. Dazu noch einmal zack den Oberkörper nach oben. Die Beine nach oben. Hände nach vorn. Die Wand fixieren und schiebt sie weg. Kinn auf der Brust ablegen. Komm, vor, zack, zack. Vor. Bleibt oben mit dem Oberkörper. Ich gucke mal, ob ihr auch nicht schummelt. Sieht gut aus. Macht weiter. Noch 8, 7. Das war eine geschicktes Ablenkmanöver hier von mir. Noch 4. Noch 3. 2 mehr. Und kurze Pause. So, seid ihr bereit? Mitte, Seite. Dann startet jetzt. Komm. Zieht. Und beherzigt nochmal, was ich euch gesagt habe. Die ganze Atmung mitnehmen. Weiter. Zieht und Seite. Perfekt. So, noch 15 Sekunden. Yep. Weiter. Mitte. Seite. Und zieht. Letztes Mal. Und jetzt. Bleiben wir in der Mitte. Drücken nochmal. Die Knie nach innen. Oh, so, Gegendruck. Knie nach außen. Und die Hände wollen nach innen. Schön weiteratmen. Die ganze Luft, die ihr habt, durch den Mund ausatmen. Nochmal gegendrücken. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3. Stopp. Einmal lang machen. Atme durch. So. Oh Leute, es ist ja schon gleich Viertel nach. Eieiei, die Zeit verging wie im Flug. Okay, dann machen wir jetzt ein kurzes Stretching. Dazu dürft ihr euch entspannt einmal ablegen. Ihr liegt ja wahrscheinlich schon. Dann machen wir noch eine kurze Entspannungsphase. Und dann habt ihr es geschafft. Zieht mal eure Bauchdecke richtig schön in die Länge. Atmet tief ein und aus. Streckt mal eure Arme seitlich aus und
Verlängerung eurer Schultern. Stellt beide Füße auf und legt mal beide Beine geschlossen über die linke Seite. Euren Kopf dreht ihr entgegengesetzt zur anderen Seite. Atmet schön gleichmäßig weiter ein und aus. Drückt eure Oberschenkel fest zusammen. Lasst auch hier eure Oberschenkel und Knie schön geschlossen. Atmet gleichmäßig weiter ein und aus. Versucht mal die Atemzüge schön gleichmäßig zu machen. Zurück zur Mitte. Streckt einmal das rechte Bein nach oben zur Decke und schließt euren Oberschenkel. Lasst das andere Bein lang ausgestreckt und jetzt zieht man das Bein in Richtung Brust. Und jetzt kreist mal eure Fußspitze Richtung. Bleibt nochmal in der Mitte, zieht nochmal ein bisschen nach. Die Spannung lösen und einmal die Seite wechseln. Das andere Bein nach oben. Streckt das andere Bein lang aus. Lasst eure Ellenbogen und Schultern tief und entspannt. Und auch hier nochmal die Fußspitze kreisen, schön in eine Richtung. Bleibt nochmal in der Mitte, zieht vielleicht nochmal ein bisschen weiter nach, wenn ihr könnt. Nehmt jetzt das andere Bein mit dazu und schließt beide Oberschenkel, euren Beckenboden spannt ihr an, also zumindest die Mädels unter euch. Rollt euch einmal auf. Dann dreht euch noch einmal mit mir um in den Vierfüßlerstand. Positioniert eure Hände mal an euren Knien. Stellt die Fingerspitzen auf der Matte ab und jetzt schiebt ihr mal das Becken nach vorn, legt das Kinn auf der Brust ab, intensiviert den Druck mit den Händen in die Matte, atmet aus. Ihr atmet ein und schiebt das Becken nach hinten. Ihr atmet aus, schiebt das Becken wieder nach vorn, drückt die Fingerspitzen fest in die Matte und ihr atmet ein, macht den Rücken wieder gerade. Atmet nochmal aus, runde Rücken. Und atmet ein, macht den Rücken gerade. Legt die Hände auf die Oberschenkel ab, richtet euch einmal auf. Sehr gut. Und jetzt stehen wir einmal gemeinsam nach oben auf, öffnen beide Beine, atmet einmal tief mit mir ein und schließt einmal euer Handgelenk, zieht euch zur Seite, sodass die Rippenbögen hier richtig schön auseinandergezogen werden. Lasst die Knie mal leicht gebeugt. Und wieder zurück zur Mitte, wechselt die Seite. Wieder zurück zur Mitte, lockert einmal, schließt beide Füße, atmet nochmal tief ein mit mir
Und jetzt schwingen wir uns gemeinsam nochmal aus. Noch einmal nach oben kommen, einatmen und wieder ausatmen. Sehr gut. Das war's mit unserer gemeinsamen Full-Body-Workout-Stunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen geschwitzt und habt eure Muskulatur gespürt. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, damit ihr auch nichts verpasst und immer schön mit dabei sein könnt, wenn wir wieder mit euch durchstarten. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen richtig, richtig schönen Abend und bleibt schön gesund und ich freue mich schon sehr auf die nächste Runde mit euch. Bis dahin. Tschüss.